geht eigentlich Forschung? Das fragen wir uns in der Reihe Forschungseinblicke bei Studies for Future und wir werfen da gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen der pluralökonomischen und interdisziplinären Forschung an der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Und ich freue mich total, dass wir heute mit meiner Kollegin Veronika Hector über ihre Forschung sprechen können. Hallo Veronika. Hallo Sebastian. Schön, dass du dabei bist. Danke dir. Sag mal, woran forschst du denn gerade? Ja, ich forsche derzeit im Rahmen des Projektes New Imaginative Economies daran, wie unternehmerische Entscheidungsträgerinnen unter Ungewissheit handeln und Entscheidungen treffen. Und dabei interessieren uns vor allem die sogenannten Sense-Making-Prozesse, also Sinnstiftungsprozesse. Und genau, das bedeutet, dass wir im letzten Jahr eine Umfrage gemacht haben unter mehr als 600 EntscheidungsträgerInnen in Deutschland. Und wir wollten eben wissen, vor welchen Herausforderungen sie während der Corona-Pandemie standen, wie sie in dem Zeitraum die Welt wahrgenommen haben, wie sie ihre Entscheidungen getroffen haben und was sie aus diesen Erfahrungen auch wiederum für die Zukunft schließen. Spannend, das klingt sehr spannend. Ich habe gleich ganz viele Fragen dazu. Die erste, du hast gesagt, wir, du machst das also nicht alleine, wer ist da alles dabei? Genau, also wir sind mittlerweile ein recht großes Projekt, würde ich sagen. Angefangen hatten wir zusammen mit Celia Kraupe, Lukas Bäuerle, Michael Schleile. Dann ist Luis Peters mit eingestiegen als studentischer Mitarbeiter und seit kurzem auch noch Annette Hild. Ah, okay. Viele, viele Menschen, aber es klingt auch nach sehr viel Arbeit. Kannst du uns noch mal ein bisschen was über dieses Sense-Making sagen? Das ist ja irgendwie ein besonderes Konzept. Warum ist das so wichtig? Genau, also Sense-Making, wie gesagt, wenn man es übersetzt, würde man es als Sinnstiftung bezeichnen. Es geht aber einfach darum, wie wir Menschen die Welt wahrnehmen, wie wir mit neuen Situationen klarkommen und Informationen verarbeiten, strukturieren und auch interpretieren. Und diese Prozesse, die da ablaufen, beeinflussen, wie wir handeln. Und das trifft natürlich auch in der Wirtschaft zu, also auf wirtschaftliche EntscheidungsträgerInnen. Das heißt, indem wir uns diese Prozesse anschauen, können wir besser nachvollziehen, wie sie ja in Zeiten wie zum Beispiel der Corona-Pandemie, also wenn alles vollkommen ungewiss ist, wie sie da handeln, worauf das beruht und können somit auch ja erste Trends herausfinden, zum Beispiel von nachhaltigem und zukunftsorientiertem wirtschaftlichen Handeln. Und du hast vorhin schon gesagt, Umfrage, das Wort ist gefallen. Wie sieht denn das ganz praktisch aus? Wenn ich mir jetzt, stehst sozusagen morgens auf, ihr fangt an, du fängst an zu forschen, was tust du? Ja, also das ist ganz unterschiedlich je nach Projektphase. Zu Beginn war es natürlich einfach viel Literaturrecherche, sich in das Thema einlesen, eben auch in dieses Sense-Making-Konzept. Für die Umfrage haben wir dann mit SenseMaker gearbeitet, eine Software von der Kinderben Company, die einen Mixed-Methods-Ansatz ermöglicht, also sowohl qualitative als auch quantitative Methoden. Genau, da mussten wir uns auch einarbeiten. Wir haben dann Training bekommen, wie man dann mit dieser Software umgeht. Genau, ja, und dann im nächsten Schritt eben diese Umfrage fertiggestellt, in diese Software eingespeist. Wir mussten natürlich auch schauen, dass wir genügend Personen zusammenbekommen, die daran teilnehmen. Das war einmal einerseits durch eigene Ansprache, indem wir den Link zur Umfrage über Social Media auch verbreitet haben, haben aber auch noch mit ja, einer so einem Panel zusammengearbeitet, die uns quasi noch weitere Teilnehmende organisiert haben. Und genau, das war irgendwie so der Großteil, so in dem ersten, ja, so in den ersten 3, 4 Monaten, würde ich sagen. Und ja, nach Abschluss der Umfrage ging es natürlich hauptsächlich darum, das dann auch auszuwerten. Das läuft einerseits auch über die Software, also vor allem die quantitativen Daten. Und ja, jetzt gerade sind wir auch noch dabei, den qualitativen Teil auszuarbeiten. Das waren vor allem so kleinere Geschichten, Anekdoten aus der Corona-Zeit. Und da arbeiten wir jetzt aber zum Beispiel mit der Software MaxQDA, um quasi eine qualitative Inhaltsanalyse zu machen.
Okay, ja, die kenne ich auch. Okay, also Mixed Method klingt auf jeden Fall nach sehr viel Arbeit auch. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das ist ein ganz spannender Befund oder was Überraschendes oder was sehr Interessantes, was jetzt aus den Daten, soweit ihr die schon ausgewertet habt, hervorgeht? Ja, also aus dem quantitativen Teil konnten wir eben sehen, dass vor allem während der Pandemiezeit Wirtschaftswachstum eben nicht im Vordergrund stand, sondern da ging es vielmehr irgendwie um menschliche Nähe und Zusammenarbeit. Ja, und auch ja, ein bisschen weniger um ökologische Verantwortung, aber das wird zum Beispiel für die Entscheidungsträgerinnen in der Zukunft wichtiger. Genau, und in dem qualitativen Teil mit den Geschichten, also da sind wir noch ein bisschen dabei in der Auswertung, aber so erste Ergebnisse sind, dass es einfach sehr verschiedene Narrative in der Zeit gab. Es gab irgendwie eine Gruppe, die trotzdem alles gemacht hat wie immer, die jetzt eigentlich nicht sonderlich beeinflusst worden sind von der Pandemie, aber es gibt auch welche, die wirklich Neues gelernt haben aus der Pandemie, nämlich dass es wichtig ist, zusammenzuarbeiten, zusammenzuhalten und ja, gemeinsam Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Spannend, sehr spannend. Da können wir uns ja alle freuen auf die Publikation. Ich habe auch schon gehört, da sind einige in Arbeit und man kann auch schon einen kleinen Einblick kriegen auf dem Studies for Future Blog. Da habt ihr schon ein bisschen was geschrieben. Und vielleicht zum Abschluss, hast du eine Idee, mit wem ich jetzt als nächstes mal schnacken könnte über die Forschung? Ja, mich würde sehr interessieren, wozu Daniela Görtschlich gerade forscht. Okay, gute Idee. Dann werde ich mal Daniela fragen. Und ich wünsche dir und euch ganz viel Erfolg für den Abschluss des Projektes. Ja, vielen Dank, Sebastian. Mach's gut, Veronika. Ciao. Tschüss.